So Leute, da sind wir auch wieder bei Need for Speed Shift. Und er wirft uns hier seit langer Zeit, nachdem ich es mal wieder spiele, in die Stufe 2. Aber da wollten wir eigentlich noch nicht hin. Ich gehe mal wieder mit L1 zurück auf die Stufe 1. Hier waren wir noch nicht fertig. Rennvereinigung, das hatten wir glaube ich schon gemacht. Herstellerwettbewerb, da waren wir glaube ich. Hier hinten, hat man da schon was gemacht? Ne, 0 von 24. Ich drücke mal Select, was wir hier bei den Events noch hatten. Das hat man, das hat man, das hat man noch nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir einfach das hier. LP640 gegen LP564. Event Details, L1. Oho, schöne Strecke, Distanz von 3,59 Kilometern. Und wir müssen Fahrerduell, Podiumsplatz. Machen wir mal. Was kriegen wir uns Schönes? Entscheide dich zwischen dem Murcielago und dem Gallardo. Wir müssen uns entscheiden. Zwischen, wie sind die Dinger? Gallardo, LP und Murcielago. Das hört sich so an wie zwei schöne, cremige Eissorten. Und wie sind die Werte? Wagenstufe 10, 8 und 12, 5. Ich würde mal sagen, also der zweite ist einfach viel besser hier, oder? Der Murcielago LP 640. Also in jeglichen Belangen, im PS und jeglichen Werten ist der einfach besser. Leistungsstatistik? Er ist halt ein bisschen schwerer. Und der hier vorne sieht halt geiler aus, oder? Um ehrlich zu sein, sehen beide geil aus. Wir nehmen den zweiten, weil er einfach mehr Bums unter der Haube hat. Wahrscheinlich wird mir dieser Bums zum Verhängnis werden. Und mich ins Kiesbett manövrieren. Naja, wir werden es sehen. Ich werde natürlich mein Bestes geben, so wie immer. Und das Ziel ist es natürlich, wieder drei Pünktchen zu holen. Drei Sterne. Ob mir dies gelingt, werden wir jetzt sehen. Also ein Duell. Das heißt, einer fährt wieder vorne weg, der andere muss den überholen und ich weiß nicht, wie viel 500 Meter vorne sein, oder? Schlage deinen Gegner zur Ziellinie. Alles klar. Irgendwas herausfahren, hat er gesagt. Wo ist er hin? Dreieck war rumdrehen. Ich muss erst mal wieder gucken. Ich habe es wirklich eine Zeit lang nicht gespielt. Ich habe ja gesagt, dass ich bei Rennspielen jetzt nicht immer so komplett dranhänge, sondern da immer meine Pause brauche. Ansonsten vergeht mir dann ja die Lust. Aber ich habe gerade wieder Bock gehabt. Okay, er hängt jetzt schön am Arsch. Das Problem ist natürlich, wenn man raus ist aus so einem Spiel. Genau sowas hier. Vielen Dank, schöne Pfeile. Voll für den Arsch. Alter, die Pfeile sind doch echt für einen Sack. Ich habe voll auf die Bremse gedrückt und es trägt mich trotzdem nach außen. So, leichte Konzentration. Dann sollten wir sehen, gemeisterte Streckenkurven. 0 von 9. Da fehlen dann. Also richtig gut bin ich echt nicht. Alter, du Dreckskarre. Da fuhr ja mein Opel Corsa damals besser. Oh, hat er einen Fehler gemacht? Komm, rum mit dem Rüssel. Wo ist er hin? Da vorne hat keinen Fehler gemacht. Oh Gott, ey, das war ja richtig scheiße. Sie haben verloren wahrscheinlich. Verloren, ja. Vielen Dank, das weiß ich selbst. Scheiße, Mann. Weil ich auf diese doofen Pfeile gehört habe. Die haben gesagt, bremsen und voll nach rechts einschlagen. Habe ich gemacht und, wo bin ich gelandet? Links im Kiesbett. So war das nicht geplant. Na gut. Aber wir haben ja noch eine Chance, wenn wir jetzt gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob es dann nochmal eine Entscheidungsrunde gibt. Alte Taktik. Wir fahren den Gegner in die Seite rein. Okay, gleich geht's los. Also wie beim letzten Mal. Komm als erster ins Ziel oder fahr 5 Sekunden Vorsprung raus. Alles klar? 5 Sekunden Vorsprung. Aha, so viel war's. So wie... Ah, der hat echt weniger Bums hier, der Gegner, ne? Also theoretisch sollte es ein leichtes sein, ihn abzurasieren. Aber... Jetzt auf die Eisen. Komm, 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 komm. Rollen, 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 rollen. Gas. Schön mit dem Gas spielen. Okay, ich muss wieder reinkommen, Leute. Das kriegen wir hin. So, jetzt kommt die Kurve der Scheiße. Genau wie eben. Und jetzt läuft's. Okay, es war vielleicht dann doch mein Fehler. Vielleicht unter Umständen, ich weiß es nicht. Könnte ja dann doch mal sein, dass es an mir lag. Eher unwahrscheinlich, aber...
Oh shit, ey, der hängt uns wieder direkt hinten am Arsch. Wie macht er das? Der fährt halt gut, ne? Alter! Du Würstchen! Wo ist er hin? Okay, ihn hat's zersägt. So ein dreckiges Stück Arschgesicht. Wo gibt's denn sowas? Jetzt keine Konzentrationsschwäche! Jawoll, ja! Bisschen Offroad, mir scheißegal. Jetzt könnte man natürlich die 5 Sekunden rausfahren. Durch seinen Fehler, aber er holt wieder gut auf. Recht zu sehen an der Zeit. Okay. Und der holt richtig gut auf. Und wenn er vielleicht nochmal so eine Aktion macht wie eben. Komm, es ist grün. Fahr jetzt. Wo ist denn das blöde Ziel, Mann? Oh Gott. Immerhin. Immerhin, immerhin. Scheiße. Da fährt ihr mir einfach hinterrücks in also, da bin ich richtig perplex hier. Ja, wir haben gewonnen. Haha, du Arschkrampe. Dave Carlson, du linkes Schwein. Du hinterlistiges, altes Runzelvieh. Gibt's denn sowas? Ich ganz fair hier verkackt und er fährt mir hinten rein und möchte mit seinen hinterlistigen Tricks gewinnen. So wie ich es einst wollte, ne? Ja, ja. Na gut. Jetzt natürlich die Frage, was passiert? Kriege ich jetzt die Hälfte der Punkte oder kriege ich überhaupt was? Kriege ich nichts? Präzise Aktion, hier wieder unsere wertvollen Tipps. Oh, es gibt noch eine Entscheidungsrunde. Okay, jetzt geht's an den Sieg. Wie beim letzten Mal musst du als Erster über die Linie kommen oder 5 Sekunden Vorsprung okay, haben. Fliegender Start. Starten wir. Los, komm, gib Stoff, Junge. Grün, wir starten. Rüber. Okay. Jetzt mal schön angedockt. So, das Problem ist, wir fahren jetzt knapp vor ihm. Wenn er uns jetzt anditscht, dann drehen wir uns. Ihhh, da ist er. Peace, Bruder. Wie gefällt dir das, hä? Jetzt weißt du mal, was ist. Alter, er kriegt die Kurve, ich krieg sie nicht, ich krieg sie nicht. Die Karre ist ja der Hammer. Da ist er wieder. So, jetzt gleich nochmal ein, hä? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Du altes Stück nach Wurst riechendes Arschgesicht. Was ist los, hä? Was ist los? Meine Fresse. Hinterlistige Scheißdrecks habe ich auf drauf. Mann, jetzt hatte ich aber auch Wut im Bauch. Jetzt haben wir ihn mal richtig schön genervt. Wir haben gewonnen. So, Carlson vom Dach, du Dave. Arschkrampenwichser. Hier, 3 Sterne. Wir kriegen die Kohle. Wir sind die Gewinner. Mit der besseren Karre. Und wir kriegen wahrscheinlich 100% Aggression. Na gut. Wir waren auch sehr präzise in diesem Rennen. So, das überspringen wir mal. Wir wollen ja ein bisschen mehr Fortschritt erlangen. Und wir sind Fahrerlevel 7. Könnten wir uns natürlich nochmal geil angucken. Ich möchte mir mal die Wiederholung angucken. Jetzt möchte ich mir echt mal die Wiederholung angucken. Wie schön ich ihm alles wegrasiert habe. Es sei denn, sie kommt nicht mehr. Okay. Ich habe sie weggedrückt. Das ist natürlich blöd. Na gut. Scheißegal, hier hinten haben wir noch ein Rennen, heiße Runde in Alpental. BMW stellt uns heute für ein paar heiße Runden den 135i zur Verfügung. Oh, das ist so schön, wie ihr heiße Runden sagt. BMW 135i Coupé, 302 PS, 406 Newtonmeter Drehmoment, 1,5 Tonnen europäisches Fabrikat, wahrscheinlich sogar deutsch, vermute ich mal. Die guten bayerischen Motorenwerke haben ja ursprünglich mal Flugzeuge hergestellt. Ich glaube, das ist auch das Symbol von BMW, dieses blau-weiße, dass das eigentlich mal ein Propeller sein sollte. Nagelt mich nicht drauf fest, habe ich mal gehört, ob das stimmt. Ihr werdet es mir wahrscheinlich verraten. So, heiße Runden heißt, glaube ich, alleine fahren, ne? Okay, wir sind dann gleich soweit. Ja, sehr schön. Halt dich bereit, ich sag dir den Start an. Okay, sag mir den Start an, ich bin bereit. Okay. Das hat grün an sich, dass es dann losgeht. Okay. Der fährt sich schon mal wieder wesentlich angenehmer. Der brettert nicht gleich so mega los. Also der brettert schon ordentlich los, aber ihr wisst schon. Besser kontrollierbar. Sagte er und versteuerte sich. So, wir müssen natürlich die Rundenrekorde hier brechen. Von wem auch immer. Wahrscheinlich vom Dave Carlson.
Ah ja, dieser Name, der wird mir im Gedächtnis bleiben. So eine linke Ratte. Also nicht links von politisch links, sondern hinterlistig. Links. So, link. Link, nicht links. Linke. Ach, egal. So, die erste Runde haben wir noch gleich, oder? Hier ist es doch schon. Wie ist die Zeit? Scheißegal, die Zeit ist noch nicht rum. Was? Du hast 3 Sterne erreicht. Was, habe ich wirklich die Bestzeit schon erreicht? Nee, das habe ich doch noch nie geschafft. Ach was, guckt euch das an. 55 Sekunden. Wow. Echt krass, das habe ich noch nie geschafft. Und sogar ein bisschen auf Aggression wegen eines erfolgreichen Kurvenslides, wie da stand. Und bald ist es soweit, dann steigen wir auf im Level 8. Da stand, glaube ich, gerade Wiederholung ansehen. Da hätte ich eine Taste drücken müssen vorhin. Dann hätten wir nochmal sehen können, wie ich den Dave schön abrasiert habe hier. Oh, da fährt er mir hinten, da fährt er mir einfach hinten rein. Richtig schön ins Heck eine Breitseite verpasst. So ein Schweinepriester. Und damit haben wir diese Special Events hier abgeschlossen. Haben alle Sterne und damit gehen wir zurück und machen weiter in Herstellerwettbewerb. So, wo waren wir denn hier? Das haben wir, das haben wir, das. Ach, das haben wir auch schon. Das haben wir ja auch schon. Tja, dann bleibt ja nur noch das. Time Attack! Zeitfahren auf Tokyo Club. Nochmal 4 Strecken, aber da fahren wir, glaube ich, mit unserem schönen Mazda. Und da guckt man natürlich nochmal, ob wir den voller Upgrades hauen können. Haben wir alles. Da wusste ich nicht, darf ich mir die Upgrades jetzt reinhauen oder darf ich das Auto dann nicht mehr in der Stufe 1 benutzen? Karosserie-Kit. Wäre ja blöd, wenn ich mir das erste kaufe, ne? Dann würde ich ja gleich das zweite kaufen. Cockpit-Kit. Gewicht. 500. Das ist Hammer. Ja. Mach mich leichter, Baby. Cockpit-Kit. Na gut, so ein bisschen Cockpit-Spray. Für ein angenehmes Aroma. So, jetzt machen wir das einfach rein hier. Was weiß ich. Ob es geht, ob nicht. Das bringt nichts. Das wäre schwachsinnig. Nitro. Nitro Pack 2. Rennauspuff. Ran damit. Reifen, Bremsen braucht man immer. Was? Hauptbremszylinder. Meinetwegen, kein Plan, was das bringt. Ich hau jetzt einfach alles rein. Alles rein, was geht. Wir haben die Kohle. Wir leisten es uns. So, und jetzt ist mir auch scheißegal. Jetzt baue ich auch das Zeug hier rein. Wir müssten grob überschlagen, alles reinkriegen, oder? Damit müsste man, also wenn wir jetzt wirklich mit der Karre Time Attack fahren dürfen, was ich hoffe, dann wird es ja eigentlich relativ simpel jetzt, ne, weil das natürlich alles auf eine langsamere Karre ausgelegt ist. Von daher müsste man das jetzt wirklich mit links schaffen. Wenn jetzt natürlich kommt, ihr Wagen ist overpowered und sie dürfen nicht an dem Rennevent teilnehmen, ja, dann haben wir Scheiße gebaut. Ich probier's. Oh. Zeitfahren. Beim Zeitfahren geht es darum, deine Rundenzeit immer weiter zu verbessern. Der Fahrer mit der besten veröffentlichten Rundenzeit gewinnt. Bla bla bla. Ja, ganz beschleunigen, kriegen wir hin, driften, einleiten. Geh kurz auf die Bremse, lenke ein, um Drift zu beginnen. Lass das Gas los, um Übersteuern zu vermeiden. Das kriegen wir auch hin. Die eigentlichen Drift-Events, die kommen, glaube ich, dann in der Stufe 2. Hat man, glaube ich, als Einführungsvideo irgendwann mal gesehen. Bin ich der Meinung, weiß ich aber nicht mehr. Es ist echt schon eine Weile her, dass ich gezockt habe. Ich hatte in der letzten Zeit keine Zeit, zumindest nicht zum Zocken. Nur noch ein paar Sekunden, okay? Okay, aber es fahren auch andere Leute mit hier. Rumläuft deine letzte Runde. Okay. Okay, das war's. Viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank. Ich passe auch auf mich auf. Und ich werde auch nicht telefonieren. Wir starten. Okay. So, Jungs, lasst mich mal bitte vor. Alter, Falter. Meine Karre ist einfach sowas von mega. So, Jungs, sorry, ich muss hier mal durch. Was ist denn jetzt hier? Wie ging Noss nochmal? Och. Ach, Kreis war Noss. Kreis war Noss, X war Handbremse. So ein Scheiß. Okay. Alter! Alter, die Karre, die bricht aus. Die hat hier Bums unter der Haube ohne Ende jetzt. Ey, wenn ich Gas gebe, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Was? Abgebrochen? Irgendwas ist abgebrochen. Ich weiß nicht was. Internet? Was weiß ich. Mir doch egal.
Er versucht mich das Spiel hier einfach nochmal ein bisschen abzulenken. Ja, ja. Schwarz-Weiß-Modus aktiviert. Alter, das ist doch die Hölle. So, Noss. Was eine Strecke, was Runden gefahren und bla bla bla. Ja, ich kann mir jetzt natürlich, ihr könnt mir hier auch noch irgendwie eine kleine Anekdote an den Rand schreiben, als könnte ich mir das jetzt durchlesen, Leute. Hier, also, gibt es denn sowas? Am besten noch ein kleines Gedicht oder sowas. Warum wippt sie denn hier? Was ist denn jetzt los? Leichte Anspannung hier am Steuer. Shit, ey, ich komme natürlich auch nicht an den Arschlöchern hier vorbei. So, komm, Noss. Komm, Noss. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Leicht auf die Eisen gehen, gerade wenn man bergab fährt, dann kann es schon mal sein, dass das Heck ausbricht. Boah, genau so. Voll auf die Eisen. Rum, einen kleinen Kick geben. Und schon sind wir auf der Position 1, was ja nicht Ziel und Zweck der Übung ist. So, und damit sind wir auf Platz 1 gelandet. Sehr gut, das wird noch. Und wieder rum. Komm, rum im Rössel. Ach. Ein bisschen umdekoriert hier die Strecke. Warum wippt die denn hier so? Was ist denn hier los? Was habt denn ihr hier für Straßenbelag drauf? Alter, Karre. Du setzt nach rechts. Oh Gott. Ich mach meinen Mazda kaputt. Was ist denn jetzt los hier mit mir? Jetzt hängen die auch noch hinten dran. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Rundenzeit eben abgeliefert. Ich möchte mal behaupten, beziehungsweise hoffen, dass die kein anderer mehr schlagen wird. Wissen werden wir es erst am Ende. So, jetzt wieder Konzentration. Versuchen, einfach das Ding hier noch zu Ende zu fahren. Wie viele Runden sind das überhaupt? Ach nee, die Zeit da hinten. So, und die Zeit ist rum. Letzte Runde. Okay, man hat noch eine Runde. Das hätte mir natürlich auch mal wer sagen können. Ich dachte, wenn die Zeit rum ist, ist finito. Und wir sind noch Erster. Eigentlich muss ich jetzt den da vorne nur mal richtig gepflegt einen von hinten reindrücken, um den ihre Rundenzeit zu versaubeuteln. Alter, ich ziehe voll nach rechts und gebe kein Gas. Ja, ich werde jetzt einfach versuchen, an die erste Position zu kommen und den so dermaßen zu stressen da vorne. Aber irgendwie gelingt mir das wahrscheinlich nicht mehr. Scheiße, der darf hier... Oh, der fährt aber echt gut gerade. Hoppala, uiuiui. Okay, dann geben wir ihm eine mit. Auch nicht. Okay. Wollte ich auch nicht. Ich wollte fair fahren. Oh Gott. Alles fällt... Bitte, sei einfach langsamer. Ja, erstens... Okay, wir sind Erster. Puh. 53,254 Sekunden. Und die Karre ist schrottreif. Eine gute Runde von dreien hat ausgereicht, um hier den Podiumsplatz Nummer 1 zu belegen. Was kriegen wir denn Schönes? Ein bunter Mix aus, was scheiße ich hier, ich wollte einfach die Zusammenfassung sehen. Belohnung für den Levelaufstieg. Neues Einladungsevent, oh, sehr schön. Und die Mattlackierung. Wir sind damit Level 8. Geil, beste Rundenzeit 53,254, damit sind wir der Beste. Gesammelte Punkte 6. Es wird abgespeichert, hier sieht man dann nochmal die Wiederholung. Fliegender Start. Warum sind jetzt eigentlich die ganzen Starts hier fliegend? Ist irgendwie schon sehr merkwürdig. Oh, das war schon ein frappierender Anfang. Yeah. Und damit haben wir Zeitfahren auf Tokyo Club. Die erste Strecke mit 6 von 6 Sternchen abgeschlossen. Das ist doch eigentlich schon mal geil. Wir gucken gleich mal bei den Einladungsevents rein, was denn hier Neues dazugekommen ist. Hier hinten. Heiße Runde auf Russell Creek. Wir gucken nochmal ganz kurz bei dem Mazda rein. Und wir Upgrades haben wir soweit alles. Tuning habe ich keine Ahnung von. Bei der Optik, da gucken wir einfach mal, was es noch für schöne die Dinger, die man da unten dran schraubt, gibt. Installieren, bla. Kann ich die auch mal irgendwie ansehen? Nur sehen? Was? Lass das. Lassen Sie das bitte. Unterlassen Sie das.
Was haben wir hier? Aktuell ausgewählten Pferdemodi. Okay. Mach mal breiter, die Dinger. Yeah. Hat er jetzt vorne und hinten dieselben drauf? Ich denke schon. Kann man die eigentlich auch noch irgendwie... Ach, guck mal, die sind alle gesperrt hier. Die sind... Oh, die sehen... Also... Die sehen schön aus. Die nehme ich. Oder? Nehmen wir die. Hm, so schön sind sie doch nicht. Die sehen überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild oben, oder? Oder? Naja. Wartet mal. 20. Ach, Mann. Ja, doch. Na klar, warum klicke ich es an? Uiuiui. Die sind aber ganz schön dicke Dinger hier. Machen wir mal 18. Ist das schön? Ist das nicht schön? Mein Geschmack ist das eigentlich völlig egal. Wir behalten es jetzt einfach. Wir behalten es einfach. Das Spiel speichert ab. Und ja, ich würde vorschlagen, damit beende ich den Part. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es hier heißt, wir gehen voll auf... Ich wollte schon sagen, auf die Eisen, aber das wollen wir ja gerade nicht. Wir treten voll aufs Gas. Das nächste Mal hier beim Zeitfahren. Mit Zeitfahren auf Autopolis Lakeside. Haut rein. Adieu. Bis dann.